Hallo meine Lieben, wir spielen The Devil in Me. Ja, der letzte Teil von der Dark Pictures Anthology Season 1. Wir sind im Hotel angekommen, die zwei Mädels haben sich geküsst. Der eine Typ hat sie voll angefahren, weil er seine Zigaretten nicht findet. Das ist jetzt nämlich unsere Aufgabe, die Zigaretten zu finden. Und ansonsten würde ich sagen, los geht's. Aha, wir sind jetzt zu Charlie. Und? Ich suche ja. Oh, Kate wollte dir das geben. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich bin Ganz nicht bestimmt gestresst. nicht. Ich bin Okay? nicht gestresst. Pff. Sehe Was ich für ein irgendwie gestresst Arsch. aus? Ja? Das war rhetorisch. Oh, deine Karten sind schön geworden. Oh ja, geprägt. Macht einen großen Unterschied. Alte Männer stehen echt auf Visitenkarten. Alte Schule. Alte Schule-Männer. Auf schwerem Papier gedruckt. Und das Logo ist in Folie. Shit. Er kam mit den Hätte ich nur eine für Visitenkarten. Mr. Dumont gehabt. Hast du sie gefunden? Kann er Nein, Türen ich schwöre, aufmachen? sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Ja. Ah ja, noch was ist passiert? Das kleine Mädchen, das wir gesehen haben, ist mit jemandem mit einem Regenmantel davongefahren. Also die ist nicht mehr auf der Insel. Es sind jetzt nur mehr wir und der Dumont, so wie es ausschaut. Scheiße. Sei methodisch. Suche einen anderen. Suche in der anderen. Hast du das nicht schon? Suche einfach. So ein richtiger Arsch. Sind nur Klamotten und okay, Räumungsbescheid. Das Studio? Schub. Ich habe die Studiomiete vom falschen Konto bezahlt und der Scheck ist geplatzt. Ich muss nur ein anderes. Alles gut. Also ist alles in Ordnung. Sorg dich lieber um meine scheiß Zigaretten. Na, Sie was sind für ein weg, Charlie. Boss. Weg? Einfach so? Er wird es wahrscheinlich Also geraucht hat's jemand haben. geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Oder Jamie. Tut mir leid. Er unterstellt allen, dass sie stehlen. Es sich einzuprägen, reicht nicht. Details sind wichtig. Ich habe keine Ahnung, Ja, wozu, okay. in Bezug auf Ich werde was. mich bessern. Das ist ein riesiger Kasten. Irgendwo müssen hier doch bestimmt Zigaretten rumliegen. Brauchst du sie Auch so wenn dringend? beim Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also. Na los, sehen wir nach. Wenn du welche findest, verzeihe ich dir. Wow. Was für ein Honk. What? Da schauen wir uns an, Meine das Kapperl. Ersatzmütze. Genau die gleiche? Steht mir halt. Ist doch ganz normal. Das ist ein Idiot, hat genau die gleiche Mütze noch einmal. Da schau dich ins Spiegel. Schau mit Spiegelbild. Endlich können sie es. Endlich, was? Untersuchen, das noch ein Zettel? Ein Zettel. Ein Räumungsbescheid. Er macht ihn nicht auf. Ach so, nicht, dass er seine Post nicht öffnet. So, in welche Richtung müssen wir denn da jetzt da? Okay, sie geht zielgerichtet nach rechts. Also, du sagtest, es wäre nichts. Aber Was? das mit der Du Bank? verbeißt dich. Normalerweise eine gute Sache, aber nicht hier. Ah, das Ich zu. meine, du würdest uns doch sagen, wenn unsere Jobs auf dem Spiel stehen, oder? Es ist Fernsehen. Da stehen ständig alle Jobs auf dem Spiel. Klar, Es aber. ist okay, bitte, Aaron. Ich habe das mit dem Sender geklärt. Wir arbeiten noch an der letzten Folge und sie zahlen dein Gehalt. Nicht ich. Ja, aber. Hör Dieses auf Hotel ist zu damit. Alles in groß. Ordnung, Aaron, okay? Da liegt noch was, schau. Hui. Also das Laufen haben es noch nicht gescheit gibt. Das könnte man besser machen.
Hallo, Grantham. Danke. Ich würde gerne mitkommen. Ich bin sicher, dass ich meine Frau und meine beiden Töchter dazu bringen kann, mich zu begleiten. Mein Bruder Francis ist zurzeit in der Stadt, also sind wir zu fünft? Ich vertraue Ihnen allen mit meinem Leben, also keine Sorge wegen der Vertraulichkeit. Okay. Also, in die Bar. Hey Charlie, ich habe gehofft, in der nächsten Staffel vielleicht mehr mit dem Sounddesign zu machen. Kreativere Sachen. Aaron, was du gerade für die Firma leistest, bedeutet uns viel. Deine Taschen schleppen und Wäsche abholen? Absolut. Um es in dieser Branche zu schaffen, musst du zeigen, dass du die Drecksarbeit machen kannst. Du solltest dir einen Assistenten suchen. Assistenten? Ach, das war eine dumme Idee, Charlie. Ich will nur. Assistenten? Einen persönlichen Assistenten? Okay, wir haben Sozusagen. da eine Und dann Hop. könnte ich beim Schnitt helfen. Bitte was? Beim Schnitt? Beim Tonabmischen. Hör mal, ich meine, du hast so viel zu geben, so viel Erfahrung. Und das ist die Chance, dieses Wissen weiterzugeben. Stimmt, das ist es wohl. Bei einem Assistenten wären auch meine Kippen sicher, nicht wahr? Genau. Willst du immer noch Filmregie führen, Charlie? Ich führe Regie. Nein, ich meine bei richtigen Filmen. Mit einem Budget und großen Stars. Aaron, du musst etwas Wichtiges verstehen. Bei unserer Arbeit, die sehr wichtig ist, ist die Wahrheit. Der Star. Oh, richtig. Ja, sorry, Charlie. Also, willst du keine großen Filme drehen? Themenwechsel bitte. Okay, ist jetzt endlich fertig mit Reden, dann kann ich ja mal anfangen. Alle möglichen Leute haben eingecheckt und nach 6 Tagen wieder ausgecheckt. Und die unteren, 1, 2, 3, 4, 5 nicht. Die haben eingecheckt am 26.10. und nicht mehr ausgecheckt. Alle anderen haben auch ein Auscheckdatum, wie man sieht. Und es ist immer nach circa einer Woche. Also länger als eine Woche hält so dann anscheinend keiner aus. So, und wo ist jetzt die Bar? Ich sollte wohl froh sein, dass nur meine Zigaretten weg sind und nicht die Ausrüstung. Das wäre mal ein guter Ansatzpunkt, ja. Wo ist sie? Sie ist überhaupt verschwunden? Da steht privat. Da ist zu. Wo ist die? Ah, hinter mir steht's. Das ist auch zu. Ja, und wie soll ich da jetzt die Zigaretten finden? Öffnen. Da geht's noch Hey, weiter. vielleicht ist Mr. Dumet im Hinterzimmer. Du könntest ihn nach Zigaretten fragen. Na, die hat immer gute Ideen. Gerade hat er vergessen, dass er raucht, fängt sie wieder davon an. Okay, das war jetzt nicht so der Burner. Das verstehe ich nicht. Da ist keiner. Aber da ist noch was. Ein Jack Couch. Schlüssel. Aaron, hab den Schlüssel. Für die Bar. Die Frage ist jetzt, wo ist die Bar?
Da ist eine Tür, die ist zugesperrt. Hallo, ich habe einen Schlüssel. Warum sollte die Bar da hinten sein? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich suche mal nach einem Geschenkeladen oder so. Ich hatte heute schon einen Asthmaanfall und dieses Staubinferno fehlt mir da gerade Du noch. könntest Zigaretten geben. Genau. Gutes Mädchen. Hallo? 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 Mr. Dumet? Hallo? Ist alles nix. Da steht ein Barkeeper. Wow! Eine Animatronik! Ha! Was darf es Unglaublich! sein, Mr. Dumet, Sir? Eine Schachtel Zigaretten, bitte! Eine Schachtel Zigaretten, bitte! Tilt, Hallo? tilt, Jetzt ist die Hallo? Festplatte Eine durchbrannt. Schachtel Kippen! Wäre auch zu schön gewesen. Egal. Danke, Robo-Barkeeper. Natürlich, Sir. Wie Sie wünschen. Das gibt's nicht. Vielen Dank, mein mechanischer Freund. Sehr nett von dir. Noch vorher geschwind schauen. Da ist noch was. Schau mal geschwind. Ja, und immer stehen die Kaffeehäferl drauf. Das ist jetzt modern. Okay. Sehr geehrte Miss Schröder, ich möchte mich wieder einmal für die unglaubliche Arbeit bedanken, die Sie und Ihr Team im Hotel geleistet haben. Außerdem möchte ich Ihnen meine aufrichtige Anteilnahme übermitteln. Der Unfall der Notcrew auf dem See war wirklich eine fürchterliche Tragödie und ich fühle mich zum Teil mitverantwortlich. Ihnen zu Ehren habe ich dem Hotel während der letzten paar Monate den letzten Schliff verpasst und ich vermelde mit Stolz, dass wir fast bereit sind, die Tore für die Öffentlichkeit zu öffnen. Bitte erlauben Sie mir, Sie und den Rest Ihres Teams als Zeichen meiner Dankbarkeit zur großen Eröffnung einzuladen. Am 17. November 2017, okay, ist schon vorbei, um 19 Uhr. Ich verspreche einen spektakulären Abend mit Unterhaltung, wie zum Beispiel ein Barbierquartett. Während Sie diesen einzigartigen Hotelaufenthalt in vollsten Zügen genießen, werden Sie mir gewiss zustimmen, dass Ihre harte Arbeit nicht umsonst gewesen ist. Mit freundlichen Grüßen. Aha. Geht's nicht, pass auf. Ja! Ja! Ja, kriegst du mal raus. Komm. Natürlich will er es passend. Verdammt! Ja, so ist das. Suche die Bar nach Geld ab. Was sagt er, wenn ich dann nach hinten gehe? Wow. Was war da? Warum besauft er sich nicht einfach? Das wäre doch viel leichter. Warum fragt er den Haber eigentlich nicht nach Kleingeld? Ansehen? Du hast bestimmt kein Wechselgeld da hinten, oder? Dachte ich mir. Kann auch sein, dass er einfach ein bisschen langsam ist.
Ich versuche, die Tische anzuleuchten. Geh weiter. Das ist ein Riesenloch. Wieso passt du da nicht durch, du? War noch was? Das lese ich jetzt aber nicht alles vor. Guten Morgen allerseits. Ich bin Chester Bell, Assistant Director beim Federal Bureau of Investigation. Um etwa 5.30 Uhr Ortszeit hat das Team von Special Agent Hector Munday, unterstützt durch örtliche Polizeibeamte, ein Motelzimmer am Rand von Birmingham, Alabama, gestürmt, um Manny Sherman zu verhaften, den Mann, der als die Bestie von Arkansas bekannt ist. Mit Hilfe modernster psychologischer Profiling-Techniken gelang es Special Agent Munday und seiner Taskforce, den Verdächtigen nicht nur zu identifizieren, sondern auch seine Handlungen präzise vorauszusagen. Ich freue mich zu sagen, wir haben unseren Mann. Na schau, so schnell geht, das muss man gar nicht vorlesen. So, jetzt schauen wir mal, was wir schon haben, oder? War das L1? Nicht mehr. So, Sammlungen und Charaktere. Geheimnisse. Eins. Zwei. Na, viel habe ich da nicht. Drei. Vier. Ah, der Schuh war das. Fünf. Sechs. Na, 6 von 50 ist mehr als 10%. Man muss das immer positiv betrachten. Bild haben wir eins. Hol dir die Zigaretten, suche die Bar nach Geld ab. Das ist lästig. Vor allem bei denen ist ein Kleingeld nichts wert. Das heißt, ich bräuchte ja eine... Eine Münze hilft mir da ja nicht. So ist noch einmal, aber das haben wir eh schon gelesen. Vielleicht liegen ja drunter irgendwelche Sachen. Na. Hallo? Wir suchen gerade die Zigaretten und ich bin anscheinend nicht sehr talentiert darin, Kleingeld zu finden. Und da kann er nicht aufmachen, der Depp. Er ist einfach nicht fähig. Und er tippt ja auch nichts ein, schau. Ich kann machen, was ich will, er tippt nicht. Und jetzt ist die Bar aus. Es ist gestanden, das hat jetzt so ausgeschaut, als hätte ihm voll das Feuerzeug reingehauen. Es ist gestanden, suche die Bar nach Kleingeld ab. Na, warte, suche die Bar nach Kleingeld ab. Das war die Bar. Ich habe die ganze Bar durchsucht. Also, was will das Spiel jetzt von mir? Man, da kann er nicht den Aschenbecher reinwerfen. Vielleicht am Boden? Aber da liegt ja auch nichts. Und diese Büchern, die da immer liegen, mit Trinkgeld drinnen,
Die liegen alle so, dass ich nicht zurückkomme. Da hinten zum Beispiel liegt eins. Komme ich nicht ran. Und er macht schon die Uhrgeräusche, weil er will unbedingt rauchen, der Depp. Jetzt kann er das aber abdrehen. Laufen mal ein Stück. Da ist kein Krankheit. Hui, hui, hui. Na, geh rundherum. Da ist auch nichts, außer irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Was ist das? Mach auf, komm, sag, da ist Geld drin. Ah, er hat eine Karte, gell? Warte, warte. Ja, und wie mache ich das jetzt? Aha. Dann mach auf. Da ist kein Geld drin. Hallo. Da ist eine Blume. Und ein Geheimnis. Mr. Hector Monday, Silver Spring. 17. August 1992. Sehr geehrter Herr Monday, vielen Dank, dass Sie die Twilight Prairie als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, sie möglichst häufig besuchen zu kommen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Price, Geschäftsführerin. Für den Scheiß habe ich das jetzt aufgebrochen. So, Katastrophe. Warum kann der einfach nicht aufhören zu rauchen? Dann muss ich nicht deppert da herumsuchen. Na, macht's nicht auf. Er schaut nur deppert. Suchen Sie nach Kleingeld. Da geht's wieder nach irgendwo. Kann man das nicht irgendwie updaten mit Reden Sie mit dieser oder jeder Person, jener Person? Muss ich da jetzt wirklich Kleingeld suchen? Vielleicht hilft ihm anders von seinen Freunden. Aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ups. Das haben wir schon gehabt. Mist. Und dieses blöde Hotel ist ja auch verdammt groß, ne? Und da ist zu. Oi, der Schwede. Und vielleicht hätte ich unten schauen. War da überhaupt noch ein unten? Geh mal rechts. Da. Wirf eine Damefigur rein. Vielleicht hilft das. Was? Da liegt was. Eine Münze, aber ist die falsche. Die falsche Münze. Ja, da haben wir jetzt 9er. Aber mit diesen depperten 9 Münzen kann er sich keine Zigaretten kaufen. Die kann er, ich weiß nicht wofür, ich weiß nicht was, einlösen. Und da ist zu.
Da ist nix. So ein spannendes Spiel, und dann soll ich das deppert Kleingeld suchen. What? Da ist was. Untersuchen. Ah, da haben wir ein Kärtchen. Der war Architekt, der Dumet. Das, was darauf hinschließen lässt, dass er wahrscheinlich Sachen im Hotel verbaut hat, die in anderen Hotels nicht verbaut sind. Das erinnert mich sehr an American Horror Story Season 5. Eine meiner Lieblingsstaffeln. Kann ich nur empfehlen. Aber vielleicht zuerst das Spiel fertig spielen und nachher schauen. Das ist zu. Das ist sein Zimmer. Warum hat denn der Depp? Das ist seine Mütze. Er hat nämlich noch einmal die gleiche. Außer Atem ist er auch schon. Was haben wir da? Ah, evicted ist er auch. Ja, ja. Wo sind die Zigaretten? Ich weiß nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Ich habe gesagt, das Hotel ist zu groß. Und wo sind seine ganzen Freunde? Also, Freunde kann man sie ja nicht nennen. Arbeitskollegen. Wo sind wir jetzt? Da. Das war der erste Stock, würde ich sagen. Der kriegt keine Zigaretten. Es geht einfach nicht anders. Ja, das ist zu. Da drüben ist noch eine Tür. Was mit der? Die ist auch zu. Das wäre ja prädestiniert für so ein Bild, aber es tut sich nichts. Der ist schnell außer Atem. Und drücke überall X. Und dann sind wir wieder in der Bar. Ja, das habe ich schon vorgelesen. Die sind alle für eine Woche da, nur die letzten haben sie noch nicht ausgetragen. Falscher Knopf, deshalb rennt er so langsam. Ich kann mit dem gar nicht mehr reden. Warum tut er seine komische Karte nicht einfach da reinstecken? Reiß auch nochmal gescheit, erst. Alter Schwede, was soll ich da jetzt machen? Jetzt habe ich mich geschreckt. Nächste Runde auf mich.
Versprochen. Hat er das Geld jetzt schon rausgenommen? Der ist aber schnell im Stehlen. Bist du deppert? Laut, leise ist er nicht. Aber schnell. Ja. Vor. Jetzt bleibt's in der Hälfte stecken, pass auf. Ja, ja. Hey. Hey. Nein. Wo hätte ich jetzt draufholen sollen? Das Leben könnte so einfach sein. Mit der in meiner Jackentasche. Was hätte ich jetzt machen sollen? Was? Nein! Nein, bitte! Ich habe wirklich einen Scheißtag und du machst es schlimmer. Irgendwann muss ja runterfallen. Ja, nimm mal das Feuerzeug. Vielleicht wird es mit Feuerzeug besser. Gut, er hat keine Zigaretten verdient. Was ist jetzt meine Aufgabe? Finde einen Weg, um die Zigaretten aus dem Automaten zu holen. Da überschlagt sich ja eine Sache nach der anderen. Oh, ja. Der ist spooky. Wenn dich der umbringt, bist du tot. Nein, komm schon, du Scheißding, tu mir das nicht an. Du Schrotthaufen, gib sie mir. Gib mir meine Zigaretten. Du Mieses. Das war's. Ich hole meinen Keygrip und die prügelt dich windelweich. Hey, Charlie! Ja, bin noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, ich komme. Warum hilft er nicht, Sie und bitte? Mit einer verfickten Brechstange wieder. Bist du alleine da drin? Wer ist das hinter der Bar? Was? Er sagt nicht einmal was drauf. Aha, ich fürchte mich. Hey, ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Willst du jetzt? Ja, wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten, schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja, okay, klar. Was? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los. Soll ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Ja. Und ist das Objektiv sauber? Ich bereite nur alles... Wirklich? Ja. Immer mit Kleinigkeiten beschäftigt. Ja. Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach... Du hast eine Woche rumgetrödelt, bevor du das Jobangebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Witzeln. Ich habe abgelehnt, weil du dann allein mit Charlie gewesen wärst. Für wie fies hältst du mich? Ich meine es ernst. Ich auch. Okay, lassen wir das. Toll. Lass mich die Kamera holen. Na, die verstehen sich Nutzen alle wir das wunderbar. Tageslicht, dann können wir alleine drehen. War im Foyer ein Dachfenster? Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Warum sind die jetzt gemein zueinander? Du siehst in jedem Licht gut du aus. Du siehst in jedem Licht gut aus. Sind wir mal Keine wieder Sorge. Lieb? Willst du dich einschleimen? Ja. Funktioniert. Vielleicht. Auch gut. Mark, warum lässt du alle denken, ich hätte Schluss gemacht? Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine, alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder beides. Ah. Goldene Stunde, los geht's. Es ist das andere Stunde. Ich so schnell nicht Wir lesen können. Ein gutes Plätzchen. Ich weiß nicht, warum ihr Kameranerds das so nennt. Es sind höchstens 15 Minuten. Ja und nein, wenn du den richtigen Reflektor... 15 Minuten. Höchstens. Ich weiß gar Los, nicht, ob das... lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass du mitmachst.
ob das gut ist? Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn sie sich gut verstehen. Weil, wenn dann jemand in eine Situation kommt, wo man die retten muss, dann sind alle so emotional. Das könnte ein Nachteil sein. Auf der anderen Seite, wenn sie sich nicht leiden können, kann es sein, dass ich gar keine Wahl habe und sie dann den anderen einfach runterstoßen. Das ist ganz schön blöd. Und ich spiele ja das Spiel zum ersten Mal. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Wohin? Finde einen guten Standort zum Brennen. Sieht gut aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Ein Weg nach oben. Hier ist die neue Wohnung. Reicht fürs Erste. Gefällt sie dir? Ist ein Ort für meine Sachen und zum Pennen. Mach auf. Wow, was wird das? Wollt nur das Licht checken. Persönliche Grenzen, weißt du noch? Sie lässt ihn nicht ins Zimmer. Rückzug. Wow. So eine Therapie ist ja ganz sinnvoll. Aber ein paar der Regeln sind echt bescheuert. Wegen mir braucht auch keiner. Ich dachte schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst. Entschuldigung, oder? Vielleicht ich wollte es runterschlucken. Keine Chance. Vielleicht ist das ein weiteres für unsere Liste. Ja, du hast wohl recht. Also die zwei da haben wir mal was gehabt. Ausscheidet ist... Falls uns Dumet hier erwischt, brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und außerdem haben wir die Tür praktisch... Jetzt habe ich mich geschreckt. Das hat mich zu Tode erschreckt. Was? He the Devil? War ja, er der Teufel? Ja, ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine Regeln bricht. Ach, wie kommst du darauf? Weil er unsere Handys einkassiert hat, wie bei Teenagern? Seit seinem Erstlingswerk 2002 ist Joseph Morello von der Serienmörder-Spurensuche fasziniert und keiner hat ihn... Ah! Ist ein Idiot. Und keiner hat ihn... Und keiner hat ihn mehr gefesselt als H.H. Holmes. In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als 15 Jahre seiner eigenen Recherche und Veröffentlichungen und trennt Fakten von Fiktion, um Beweise für die Wahrheit hinter dem historischen Fall von Amerikas ersten Serienmörder zu liefern. War er der Teufel? Pflichtlektüre für Morello-Fans. Quack, quack, quack. Aha. Das fängt ja schon gut an. Da ist noch was. Wir dürfen uns nicht allein herumtreiben, aber das wir schauen uns alles Erinnerungen. An. In der Schule habe ich lauter Zeug in meinen Tisch geritzt. Du Rebell. Hat der auch ein Feuerzeug? Ja. Aber dem sein Feuerzeug ist nicht so gut wie das vom anderen. Du musst wieder weg. Ups. Looky, looky. Da oben. Oben. Hallo. Man kann sein Einbeinstativ... Schub! Oh, dann leck mich doch am Arsch. Du hast mich zu Tode erschreckt. Ja, ich mich auch. So. Geburten, Tode, Eheschließungen. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Elaine und Stephen Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt.
Im Namen ihrer Tochter Lucinda Monday geben die stolzen Großeltern George und Irene Monday aus Silver Spring die Geburt ihres Enkels Hector Vallone bekannt, der am 11. Juni im White Oak Hospital geboren wurde. Kann man da nochmal umblättern? Das war jetzt nicht so der Burner, ne? Die will schon weitergehen. Na dann gehen wir. Na? Die will nicht weitergehen, die will da im Weg stehen bleiben. Was ist meine Aufgabe? Finde einen guten Standort zum Drehen. Sieh dir die Tapete an. Die ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Dumet will wohl alles erhalten. Ist sicher nicht einfach hier draußen. Ich bin ja auch ein Fan von Antiquitäten, aber irgendwann muss man es aufgeben. Na, geh da durch, du Depp, du. Verfault doch alles. Fäulnis. Das ist es. So, da geht's dann raus. Was? Da ist irgendwo eine Leiter. Seit wir hier sind, habe ich diesen komischen Geruch in der Nase. Jetzt weiß ich, was es ist. Verwesung. Ist ein altes Haus. Runterfallen kann er dann immer noch. Tote Fische am Inselstrand, Tiere im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. Das schick. Ah, schau, da kann er runterspringen. Schwupp. Wupp. Was war das? Warum soll ich da jetzt runterspringen, wenn ich auf der anderen Seite wieder raufkletter? Okay, muss ich nicht verstehen. Für irgendwas wird schon gut sein. Was? Habe ich das schon gelesen? Hui. Nein. Manny Sherman, geboren am 1. Januar 1956. Ah, bitte. Das wissen Sie doch alles. Was wollen Sie? Was ist das? Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, oder Special Agent Monday? Was sind meine Lieblingsfernsehsendungen? Erstes Haustier beschreiben? Wie waren Ihre Freunde in Kindheitstagen? Was soll das? Machen Sie eine Umfrage oder möchten Sie etwas herausbekommen? Können Sie nicht einfach direkt fragen? Sie wollen wissen, was mich inspiriert hat? Als wäre ich kein Original? Ah. Oh. Vielleicht gab es da einen Mann, der mich etwas faszinierte. Henry Howard Holmes. Warum? Weil er der Erste war. Amerikas Erster. Er hat das Ganze erfunden. Er hat Maßstäbe gesetzt, wissen Sie? Bilden Sie sich, Monday. Lesen Sie ein Buch. Sie glauben, ich wäre dumm, weil ich Leute aufschlitze und mir das Freude bereitet? Ich denke das schon. Ich habe angeblich 13 Leute getötet, bevor ihr schlau genug wart, mich zu finden. Spannend. Da, der Schlüssel? Wir brauchen bloß einen Weg durch. Hast du keine Karte einstecken, du? Das ist eine Kamera. Ah, das ist eine Kamera. Warte mal. Wo ist denn sie? Ich mache ein Foto von ihr. Du sollst zu ihr schauen, du. So. Klick. Klick. Wie haltet ihr die Fotos eh?
Will er jetzt wirklich ein Buch da durchwerfen? Er hat doch eh sein Stangerl am Rücken. Warum nimmt er das nicht? So, Feuerzeug. Was war das? Was war das jetzt da? Aha. Jetzt dreht er sich um. Ja, und wie will er? Vielleicht von oben? Da ist nichts oben. Stirbt er, wenn er da runterfällt? Na, er muss klettern. Was will das Spiel von mir? Er klettert runter. Komm, komm. Er redet auch nicht mit dir, gell? Und sie starrt irgendwo hin. Na dann. Öffnen, Balkon. Shit. Es muss einen Ausweg geben. Zu spät, das wollte ich noch nicht machen. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Ich habe das übersehen, dass der Balkon steht. Ein Foto wird uns nicht helfen. Okay, vielleicht rauf. Aber rauf? Also gibt ja alles keinen Sinn. Wieso nimmt er nicht einfach ein Buch und stackt die Scheibe an? Oder sein Blitzdings? Entschuldigung. Ich verstehe es nicht. Ah, schau da drüben, auf der anderen Seite ist auch ein Loch. Ah, ich hab's verstanden. Na, nicht draufklettern, du Depp, geh wieder runter. So. So geht das. Geh weiter. Jetzt hat's mich gerissen, wie der gleichzeitig geredet hat wie ich. Wart. Da. Nein, geh da raus. Und sie werden beobachtet. Jetzt ist die Frage, in welchem Zimmer sind die da?
Ah, ist noch eine Tür. Schau. Nehmen wir die. Die ist auch zu. Okay, der ist aber auch ein Talent, oder? Jetzt geht er da in ein Zimmer rein, in dem eigentlich nichts ist. Was? Das kann man schieben, oder? Schieben. Mal doch mal los da. Ich schaue gerade, wo ich das hinschieb. Kann ich über das raufklettern? Nein, glaube ich nicht, ne? Wir schieben das. Da genau in die Mitte rein, ja. Lass mal los. Zack. Dann gehen wir darauf. Schwupp. Schwupp habe ich gesagt. Hopp, hopp. Und der Idiot springt da nicht drüber. Okay, dann müssen wir es dort hin tun. Da springt er dort drüber. Okay. Alles klar. Na, geh weiter. Hopp, hopp. Muss ich jetzt rundherum gehen? Na, er schiebt nur von einer Seite. Gut. Also das mit dem Schieben, da hätten sie sich ein bisschen was überlegen können. Aber da haben wir es schon gehabt. Wo soll ich denn den Scheiß dann hinschieben? Und das gerade nicht zu. Also ich hätte gesagt, das gehört da hergestellt, damit er sich dann darüber schwuppt. Geh noch mal hoch. Das gibt's ja nicht. Kann ja nicht so blöd sein. Geh weiter. Er springt nicht. Ja, duck dich. Oh. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass das schlimm wird. Vor all dem Sterben und den Grauslichkeiten. Aber ich schaff's ja nicht einmal, dass ich das Ding an die richtige Stelle schieb. Kletterst du bitte runter? Hallo? Na.
Und sie ist auch nicht da, dass sie irgendwie Depperding was sagt und ihm hilft, ne? Ja, duck dich. Ah, vielleicht kann er da auf der Seite. Schwupp. Okay, noch ein bisschen zu uns. Soweit es geht, zu uns. Am besten war er der, wenn ich ihn so reinschieben könnte, aber das kann ich nicht. Ja. Oh no. Hi. I'm fighting with the room. Schieben! Ist aber auch nicht viel weiter. Ups. Da geh rauf. Also, auf ein neues. Ja, scary, ne? If I succeed, it's scary. Schwupp! Er schwuppt nicht. Aber da drüben ist ja die Leiter. Wie soll ich denn dorthin kommen? Vielleicht, wenn ich das da herstelle, dass er da drüber springt? Hm. Also zwei Ideen habe ich noch. Idee 1 ist, wir stellen das da zu der Leiter. Schieb! Ja, warum macht er das jetzt und vorher nicht? No, I cannot jump on the thing I'm pushing. That's why I was thinking about putting it in between the two. Geh rauf! But he didn't want to jump over the lever or what that is. I don't even know what he's doing in that room. Schwupp. Okay, nothing. Keine Sprengfalle. Schieben. Mark? Alles gut da drin? Bin gleich wieder da. Warum? Ich will da rüber, du Idiot! Jetzt bin ich ja erst wieder unten. Ja, ich schieb das jetzt zurück. Oida Schwede.
Now he's turning it. So. Turn it, you motherfucker! Oh God! Now he turned it in the other direction. I'm not patient enough for this shit. Und der Kraftfunktion nicht an. Oh. Ja, do it. No. Which direction is he turning now? The wrong one. Ah, stop, stop, stop. Did he have it now? No. Fuck die Bohne! I'm getting crazy. Now. Oppa, bist du deppert. What a bullshit. And all that for nothing. They just want to take a picture, you know. Swoop, swoop, swoop. And now he's in the room where he wanted to be, huh? Why is he climbing up again if I tell him to climb down? There's nothing, so go down. So now he's in the room where he wanted to be. And for what? Just to open the stupid door that is locked. Now if I take a picture from the door, it does not help. Maybe I should climb up here. You can do this. Yeah, do it, idiot. Boof. I'm afraid about all of the killings and everything that's going to happen. But no,
That's the key. So gestanden Balkonie. Gut. And? Good and what? Okay. Balkonie key. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. It says balcony, whoa, but it's inside. Komm schon. Ist doch gar nicht so hoch. Yeah, he's afraid meine of heights. Meine Höhenangst sagt was anderes. Ach so, sie schminkt sich. Wovor hast du Angst, Miss? Stets bereit für die Kamera. Du siehst toll aus, wie immer. Aha, die Kate gefällt ihm. Interessant. Was haben wir da? Ein bisschen was, schau. Entschuldigung. Ah ja. Das Buch. Zeitungsausschnitt. Und die Postkarte. Naja, schau. Haben wir schon 20%. Diese Tür ist nicht da? Okay, na dann gehen wir runter. Lauf. Lucky, lucky. Besitztümer der Opfer von H.H. Holmes, Chicago, 1896. Oh, because I'm not moving. Look, she's still staring at the wall. Kate, sieh mal hier. Das ist now sein she Hut. Stops. Hut? H.H. Holmes. Zwei, ja sicher, greifen wir den an. Fuck! Alles okay? Nein! Ich... Das Scheißding ist plötzlich aufgetaucht. Siehst du? Was ist das? So eine Art mechanische Figur? Ja, und zwar eine gruselige. Die tut dir nichts. Sie hat dich auch erschreckt. Und dich zweimal. Hey, Charlie, 8 Uhr. Essenszeit. Verdammt, wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon, lassen wir Charlie nicht warten, sonst faselt er ewig davon. Boom. Essenszeit. Hey, sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus, gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark, nicht meins. Ups. Wir anderen sind es leid, euch streiten zu sehen. Ich bin die Streitereien auch leid. Er ist nur neidisch. Neidisch? Ja, ist ein Arschloch, mir gefällt nicht, einfach, dass ich in Talkshows eingeladen werde. Du meinst eine Talkshow? Ich meine... Mich sehen die Leute auf dem Bildschirm. Also wollen sie mit mir reden. Und das hasst er. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil du... Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Oh.
Charlie denkt echt, wir gehören ihm. Er kontrolliert uns ständig. Ja, das stimmt. Er kontrolliert euch immer. Ich lass mich nicht kontrollieren. Warum sonst streiten wir so oft? Übrigens, er hat Aaron seit Wochen nicht bezahlt. Er hat ihr gesagt, von ihm lernen sei ja Lohn genug. So ein Arschloch. Was habe ich gesagt, Arschloch? Er hetzt sie quer durch die Stadt, um seine Wäsche abzuholen und für ihn einzukaufen, als ob er das nicht selbst könnte. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Ich schätze, ich dachte, wir gehen gemeinsam, als ein Team. Mark, du willst das hier nicht. Es ist nur ein Job, bis du dir einen Namen als Fotograf gemacht hast. Erwarte nicht... Ich weiß. Ich hasse diesen Dokumentationsscheiß. But I'm not sure if I understand what you mean. Charlie hat weder Ahnung von Bildkomposition noch von richtigem Storytelling. Dann zieh weiter. Hast recht. Charlie würde uns sofort ersetzen, wenn das nicht so unbequem für ihn wäre. Er benutzt uns. Ich habe Besseres verdient. Du auch. Wir alle. Wir alle. Deine umwerfende Darbietung gibt die Nachricht. Und hat alles gehört. Schauspielerin. Ich war tief berührt. Fucking Oscar-reif. Du weißt nicht, worüber wir geredet haben. Ich habe genug gehört. Danke. Ich weiß, wie Verrat klingt. Von dir bin ich besonders enttäuscht, Mark. Egal, wie deine Zukunftspläne aussehen, noch arbeitest du für Lonnet Entertainment. Und die Crew von Lonnet Entertainment ist jetzt zu Abend mit ihrem Gastgeber. Charlie, es tut mir leid. Und Mitarbeiter von Lonnet sind Profis, klar? Also benimm dich auch so. Toll. Zufrieden? Du hast eine Zukunft, ich jetzt nicht mehr. Der Mann ist ein scheiß Kleinkind und irgendwie sinken wir alle auf sein Niveau. Er ist einfach ein Arschloch, ne? Aha. Entschuldigung. Hey, Leute. Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Wer lädt zum Essen ein und kommt dann selbst nicht? Ihr habt ihn doch nicht irgendwie verärgert, oder? Nein, Dad. Ich habe hier außer dem Hausmeister niemanden gesehen. Bestimmt kocht er das Essen selbst. Ach, Mr. Dumet! Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch Dumet? Recht. Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist... weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin jetzt mit blind, seiner Tochter abgehauen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten es verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich habe sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht habe. Wieder mal ein perfekter Plan von Charles Lonnet. Und was jetzt, Boss? Schwimmen wir zurück? Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Puh. Ich bin's langsam leid, dass ihr ständig an mir zweifelt. Er hat mir gesagt, er hätte Artefakte, die für unsere Doku interessant sind. Seht euch um. Hat er gelogen? Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. So, jetzt schauen wir uns das einmal an, da. Bei der Aaron ist nur mehr ganz wenig. Bei Mark ist gar nichts mehr. Den kann er überhaupt nicht leiden. Bei der Jamie geht's noch. Und er ist entschlossen, zynisch, anmaßend und bestimmt. Na, bumm. So, weiter geht's. Leute, bin ich die Einzige, die langsam Angst vor diesem Ort kriegt? Und vor Mr. Dumet?
Auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, das zu sagen. Ich glaube, Jamie hat recht, was das angeht. Danke! Sprecht etwas leiser. Warum? Er ist nicht hier! Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh, Gott. Jamie. Sie hat recht. Musst du alles noch schlimmer machen. Das ist nicht hilfreich. Okay, sie hat recht. Bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Unsichtbare. Doch, ich habe eine tolle Schachtel voll unsichtbarer Zigaretten gefunden. Guck mal, ich rauch gerade eine. Guck. Das erklärt, warum du so gut drauf bist. Also, was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Ja, der kann den Mark überhaupt nicht leiden. Der Plan? Wie immer bei Lonnet Entertainment sitzen wir uns die Ärsche breit und drehen Däumchen, bis die Deadline naht und wir panisch... irgendeinen Scheiß zusammenschustern und ich die Sache durch mein Voice-Over rette. Tja, trinken wir darauf, dass Topeka nicht mehr Charlies schlechtester Einfall ist. Also ich würde jetzt gerne auf... euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr... Beziehungen aktualisiert. Alles runter. Nur der Toast hat uns gerettet. Wow. Schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Und nicht zu vergessen unser Neuzugang Erin, auch wenn sie mal Dinge vergisst, wie meine Kippen. Das musstest du sagen, stimmt's? Wir sind eine Familie. Okay, es ist die Manson-Familie, aber trotz allem werden wir das hier durchstehen, wenn wir aufeinander aufpassen. Er passt aufeinander auf. Ich danke euch für eure Arbeit. Prost. Na, Prost. 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 Auf uns. Prösterchen. Prost. Was wir hier kriegen können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Ja, er hat uns sowas von gehört. Ach, und wenn schon. Wir haben ja nicht gelogen. Das ändert gar nichts. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts, Charles. Keine Sorge, es geht nicht um dich. Dieser Raum ist von Liebe erfüllt. Wir lieben unsere Arbeit. Ja, wir alle lieben unsere Arbeit. Das merken die Zuschauer. Findet es noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Womit Wann fangen kommt wir an? Das Essen? Charles, du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Ja, bla bla bla. Ja, gute Frage. Wer macht es uns nicht leicht? Ich krieg keinen Flamethrower. Denkst du immer noch, das war's wert? I'm going to get killed. It's a killer hotel. Mir kommen langsam Zweifel. Wow. Wenigstens bist du ehrlich. Das schreiben wir auf deinen Grabstein.
ist das Killer-Hotel. Machen wir uns einfach an die Arbeit. Zumindest ans Aufbauen. Of a serious murder. Wir sollten was tun. Bauen wir im Foyer auf. Wenn er kommt und uns aufhält, gut. Falls nicht, haben wir zumindest was im Kasten. Warte, wir... Ach, egal. Scheiß drauf. Tun wir's. Like the guy in American Horror Story Season 5. Kann nicht schaden, bereit zu sein. Nein, vermutlich nicht. He built his own hotel. Oh, scheiße! Clumsy, ja? He built his own hotel to kill people. It's a killer hotel. Maybe that's a good time to make a cut. Let's see what's happening. No, not yet. Wir sind schon um 9 Uhr. Hallo? Leute? Seid ihr das? Lass die Tür offen. Was ist das? Wenn der die Tür nicht aufgeht, wofür? Ja? Und? Und jetzt? Folge den Geräuschen aus den Wänden. Jetzt ist weg. Was für ein Scheiß. Puh. Die Hinrichtung von Haha Holmes.
Ich sehe nichts. Okay. Ja, und now? Nein, ist tot, ne? Gut. Da setzt er sich gleich wieder die Kopfhörer auf, na gut. Und ich habe mich verlaufen. Come from. No, no, no. No, no, no. Conrad ist weggerannt. Bitte, für mich. Entspann dich, okay? Das hier könnte für alle ein toller Kurzurlaub werden. Oh ja, deine achtjährige Tochter will so viel Spaß mit den gruseligen Animatroniken. Quack, quack, quack. Und was war das? Nix. Okay. So, wir waren circa da. What's the sense to follow? The noises. If I cannot do anything. Alter Schwede. Was ist? She's dead. I'm dead. Ah, da ist ein Zimmer. Mein keine Angst lädt. Mein keine Angst lädt. Ich bin es, damit mir nichts geschieht. Okay, let's go. Oh, Silent Hill lässt grüßen. Huh?
Hallo. Puh. Was? Tja. Ich würde sagen, mit dem schönen Schlussbild machen wir Schluss. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit The Devil in Me. Mir gefällt das Spiel mittlerweile sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn ich meistens keine Ahnung habe, was ich tun soll, aber das wird schon. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert mich und ich hoffe, wir sehen uns gleich in 10 Minuten oder so, wenn es weitergeht mit The Devil in Me. Ciao!